In diesem Video buchen wir den Weiterflug nach Vietnam. Und dann zu 80% werden sie den Hund mitnehmen. Unfassbar aber wahr, wir finden mitten in Bangkok einen Park, wo Hunde erlaubt sind. Und es gibt ganz viele nützliche Hinweise zu Bangkok mit Hund. Erster Tag in Bangkok und wir machen uns jetzt mit unserem Mietauto auf den Weg zum Flughafen, um dort endlich unseren Flug nach Vietnam zu buchen. Wir müssen ja direkt an den Flughafen hin, um Mowgli dazu zu buchen. Also so einfach online kann man das leider nicht buchen. Deswegen werden wir jetzt dorthin fahren, schauen, wie die Bedingungen sind, werden den Flug buchen und können dann damit unser Visum für Vietnam beantragen. Denn in wenigen Tagen läuft bereits unser Visum aus. Wir sind am Flughafen in Bangkok und konnten hier vor Ort leider keinen Flug buchen. Haben aber jetzt eine Telefonnummer bekommen. Wir können es im Internet machen und es gibt da ein Office im Downtown und da fahren wir jetzt hin. Genau. An den Straßensonnenhaupt hier am Flughafen kann man Bilder vom König sehen. Also eigentlich überall in ganz Thailand. Immer wieder. Vom König und von der Königin. Mowgli hat Angst vor Rolltreppen, deswegen wird er hier immer auf den Arm genommen. Was hier auf jeden Fall super ist, man kann direkt am Flughafen parken, in einem sehr großen Parkhaus, muss dann einfach nur hier rüberlaufen und ist mitten auf dem Airport. Hier haben wir übrigens sehr lange Kassenautomaten im Airport oder auf dem Parkdeck gesucht, haben keins gefunden. Und wie ihr sehen könnt, bezahlt man hier tatsächlich erst direkt beim Rausfahren. Muss man auch wissen. Wir waren jetzt gerade in diesem Gebäude drin bei Vietnam Airlines und haben für Sonntag unseren Weiterflug nach Vietnam gebucht. Es war allerdings gar nicht so einfach, dieses Office von diesem Gebäude zu finden. Ja, wir zahlen jetzt für Mowgli ca. 150 Euro pro Flug und für uns ca. 190 Euro pro Person. Genau. Was ich noch gestern vergessen habe, euch zu erzählen, wir waren ja in dem Vietnam Airline Office drin und dort hat die Dame am Schluss, nachdem wir Mowgli dazu gebucht haben, noch einen Beisatz erwähnt, den ich vermutlich verdrängt habe, deswegen habe ich es euch gestern nicht mehr erzählt. Sie hat nämlich gesagt, ja, sie hat den Hund jetzt dazu gebucht. Und wir müssen den Betrag für ihn direkt beim Check-in am Schalter bezahlen. Und dann zu 80% werden sie den Hund mitnehmen. Denn es kommt wohl immer wieder vor, dass man, obwohl man den Hund dazu gebucht hat, dass dieser trotzdem abgelehnt wird. Warum, weiß sie auch nicht, aber es kann vorkommen. Also wir haben Mowgli dazu gebucht, aber so 100% sicher, dass wir ihn mit reinbekommen, ist es tatsächlich nicht. Also es bleibt nach wie vor sehr spannend. Und jetzt gibt es noch eine Roomtour. Dieses Mal sind wir in einer Airbnb-Wohnung, die ziemlich schön ist. Vor allem ist sie relativ groß, was natürlich super ist. Dort können wir mit Mowgli dann ausgiebig Ball spielen. Leider gibt es in Bangkok keine andere Möglichkeit, mit dem Hund ohne Leine herumzulaufen. Deswegen nutzen wir dafür dann ganz oft das Zimmer zum Spielen und Toben. Es gibt bei dieser Unterkunft auch eine Waschmaschine, leider kein Trockner, aber das können wir hier auf dem Balkon ganz gut aufhängen. Ein sehr bequemes Bett und es gibt eine Duschabtrennung und tatsächlich wieder ein Waschbecken. Also ganz anders wie in der letzten Unterkunft. Wir sind für ungefähr 3 Monate hier in Bangkok gelandet und somit war Bangkok der erste Berührungspunkt für uns mit Thailand. Und das war, ja, gelinde gesagt, semi-geil, denn es war erstens super heiß. Wir konnten mit Mowgli dadurch nur kurze Spaziergänge machen. Und dann war eben das nächste Problem, wir sind mit Mowgli nirgends reingekommen. Kein Kaffee, kein Restaurant, Supermarkt sowieso nicht. Also wir wurden überall abgelehnt, weil die Hunde einfach nicht, in ihrem Innenbereich und manchmal sogar im Außenbereich haben wollten.
selbst wenn Mowgli im Außenbereich in einem kleinen Pool oder beziehungsweise in einem kleinen Bachbrunnen geplanscht hat, wurden wir eben vertrieben. Ja, das hat einige Tage gedauert, bis wir uns so richtig eingegroovt hatten und verstanden haben, wie Bangkok mit Hund am besten funktioniert und auch am besten für uns drei. Jetzt sind wir das zweite Mal in Bangkok und wir wissen einfach schon, wie was funktioniert, wo wir mit Hund reinkommen, wo nicht, wo wir besser den Hundi-Rucksack nehmen und wo wir ihn besser zu Hause lassen, beziehungsweise in der Unterkunft. Und dadurch ist Bangkok beim zweiten Besuch wesentlich entspannter für uns und es hat auch runtergekühlt. Das heißt, wir können mit Mowgli längere Spaziergänge machen und müssen nicht versuchen, in irgendwelche Restaurants zum Kühlen reinzukommen. Also Fazit, Bangkok mit Hund kann man tatsächlich machen, man muss allerdings wissen, wie es funktioniert. Na Mowgli? Mowgli wartet schon aufs Essen. Wir haben im Supermarkt einmal Hühnerfüße, Hühnchen, Hühnerleber und Hühnerherzen gekauft. Das ist echt super praktisch, wenn es das hier so gibt. Dann wird alles klein geschnitten und Achtung, jetzt bitte alle lachen, man wird hier erfinderisch aufreisen. Haben wir hier im Zimmer zwar eine Mikrowelle, aber leider nichts, wo wir es reintun können. Das Einzige, was wir gefunden haben, was brauchbar war, ist ein Aschenbecher. Dieser war schon super sauber, wir haben ihn trotzdem nochmal richtig sauber gemacht. Tun hier jetzt alles drauf, schön klein geschnipselt, damit ihr kann schon kaum abwarten. Das kommt jetzt in die Mikrowelle, natürlich bei kleiner Temperatur, sonst zerfetzt uns das natürlich alles in die Mikrowelle. Auf die Frage hin, warum Mowgli es nicht roh bekommt, er verträgt es einfach nicht so gut. So, Schnabel weg. Rein. Mowgli, sitz. So ist fein. Wartet schon ganz gespannt auf sein Essen. Ich glaube, das reicht jetzt, ne? Oder Mowgli? Sollen wir gucken? Tada! Mikrowellenessen für den Herrn. Ganze aus. Jetzt geht das erstmal noch ins... Heiß. Ins Bad, um etwas abzukühlen. Und dann geht's ins Hundemäulchen. Geh, Mowgli! Dann wird die Hälfte mit Breckis gemischt. Und dann? Ja, und dann? Ja, und dann? Mowgli, und dann? Mahlzeit! Yum, yum, yum. Und ob das so lecker ist, weiß ich nicht, aber kannst du mal probieren. Wir sind heute Morgen ganz früh aufgestanden, dass wir relativ früh an der Quarantänestation sind. Diese macht eigentlich erst um 8.30 Uhr auf. Aber als wir das erste Mal schon in Bangkok waren und auch schon auf der Quarantänestation, um uns zu informieren, hat man uns hier den heißen Tipp gegeben, eine Stunde bevor sie offiziell öffnen, hier zu sein, eine Nummer zu ziehen, sodass, wenn die Quarantänestation aufmacht, man ziemlich gleich am Anfang drankommt. Und wie ihr sehen könnt, ist auch noch gar nichts los. Neben der Nummer, die man sich hier zieht, liegt auch bereits schon das Formular, das man ausfüllen muss. Mit Name, Adresse, Passportnummer, Flugnummer und natürlich, wann der Flug geht. Das kann man hier schon vorab ausfüllen, dass es dann nachher schneller geht, wenn man drin ist. Wir sind jetzt gerade rausgekommen von der Untersuchung beim Tierarzt. Dort durften wir leider nicht filmen und keine Bilder machen. Er hat es allerdings sehr genau genommen. Der Hund wurde gründlich untersucht. Es wurde ein komplettes Formular ausgefüllt. Es wurde ein Bild gemacht von uns und vom Hund. Jetzt müssen wir eine Stunde warten und dann sind die Papiere bereits fertig. Es hat sich auf jeden Fall total bewährt, eine Stunde früher hier zu sein, denn es ging wirklich ziemlich zügig, dass wir dran gekommen sind. Das können wir an dieser Stelle nur jedem empfehlen. Ja, und am Schluss bezahlen wir dafür ungefähr 200 Watt, also umgerechnet 8 Euro, was ein richtiges Schnäpperl ist. Denn im Gegensatz zum Paraguay, dort haben wir 200 Euro bezahlt. Es ist mal wieder soweit. Wir müssen Mowgli rasieren. Dafür haben wir extra unsere Schermaschine mitgenommen und eine Schere. Da Mowgli ein waschechter Pudel ist, hat er kein Fell, sondern Haare. Und diese müssen wir ihm circa alle 3 Wochen rasieren. Dies machen wir schon seit er klein ist selber und eben auch auf Reisen. Mowgli macht mittlerweile so toll mit, dass wir eigentlich auch alleine rasieren könnten, aber zu zweit geht es einfach schneller.
Wir fahren jetzt zum allerersten Mal, seitdem wir in Thailand sind, Grab, das pet-friendly ist. Das kann man hier nämlich extra buchen. Ne? Und bei uns hat es jetzt lediglich für diese Fahrt 2 Euro mehr gekostet, wie mit einem normalen Grab. Das ist natürlich immer davon abhängig, welche Strecke, welche Tageszeit. Und ja, das war's eigentlich, oder? Das war's. Genau. Und hier durften wir Mogi eben tatsächlich aus dem Rucksack rausnehmen und auch den Schutz nehmen. Wir sind jetzt zu einem Park gefahren, wo wir den Tipp bekommen haben, dass wir hier tatsächlich Mogi ohne Leine laufen lassen können. Denn das ist gar nicht so einfach hier in Bangkok, denn eigentlich gibt es gefühlt hier überhaupt nichts, wo man mit Hund reingehen darf, beziehungsweise ohne Leine. Wir sind jetzt in diesem Park und hier waren tatsächlich Hunde erlaubt. Und dort hinten kann man essen und trinken. Das werden wir nachher auf jeden Fall noch testen. Und der Park ist so schön, dass man es eigentlich kaum für möglich hält, dass man hier mit Hund sein darf. Wir haben Mucki jetzt mal abgemacht und laufen mit ihm rum. Und also diesen Park oder diesen Ort können wir euch absolut empfehlen, wenn ihr mit Hund hier seid. Im nächsten Video 3 Monate Thailand mit Hund. Bevor unsere Reise weitergeht nach Vietnam, haben wir euch unsere schönsten Strände in ganz Thailand zusammengefasst.